So, hallo. Wir sind jetzt gerade auf der Gamescom. Hallo. Und wir nehmen euch ein bisschen mit. Und wir treffen bestimmt auch noch die anderen. Heute zwar nicht, heute ist erster Tag. Wir sind ein bisschen angepisst, weil es mit der Anreise nicht so ganz geklappt hat mit dem Camp. Aber kriegen wir schon hin. Ja, dann bis später. Hier reingekommen sind. Ja, also wir sind jetzt gerade beim Hafen. Wir sind gerade auf dem Blizzard-Stand angekommen, Leute. Müsst ihr euch ansehen. Was ist der Overwatch-Stand? Lass erstmal gucken, die Statue da. Oh fuck, ich hab das kaputt gemacht. Oh mein Gott, nein. Ich hab gerade dran. Shit. Ja. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Es war ein ziemlich anstrengender Tag.
ein Resümee. Oh Mann, das ist eine Scheißkamera. Tobi hasst Vlog. Deswegen gute Nacht. Oder so. Warte, was war das für eine? Ich wollte es mal dich führen. Ja, aber ich kann mich gar nicht sehen, aber. So. Ja. So. Wir schlafen noch nicht. Es ist 5 Minuten vergangen, Alter. Wir haben aufgeräumt. Ja, wir haben das Feld aufgeräumt. Wie er schon sagte. Ich habe mir mein Bett gemacht. Und habe schon mal meine Abendlektüre rausgeholt. Welche nicht schwul ist. Ja. Ja. Wir sehen uns. Guten Morgen. Ich glaube, wir machen einen knapp. Vorbei. Okay. Wir haben jetzt 11:55, wie eben gesagt wurde. Der Tag ist eigentlich vorbei. Wir sind jetzt bei René. Sag hallo. Hey! Und Tobi liegt hier auch. Er hasst es. Hallo. Gamescom ist noch nicht vorbei für uns. Wir haben noch morgen und übermorgen und dann sehen wir auch Fabi. Und wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Smash. Wir sehen uns dann morgen mit Fabi. Ich packe dein Handy weg. Da ist kein Teddy. Kein was? Ich lasse, glaube ich, noch ein bisschen die Aufnahme laufen, dass ihr ein bisschen Super Smash seht. Tschüss. So, wir haben uns jetzt im Merch-Store ein bisschen Lucky geholt, ein bisschen Glück.
wir öffnen die mal für 20 Euro. Wir können 70 Euro erhalten. Nein. Da laber nicht. Nein. Du laber. Nein. Nein. Das ist ein Plüschi, Alter. Das ist ein Assassin's Creed Plüschi. Oh, jetzt kommen die Sachen. Jetzt. Oh, shit. Können wir mal ansehen? GG, Alter. Es ist ein Becher, ein Stifthalter oder ein Becherwärmer? Ja, ein Stifthalter. Stifthalter. Ah, okay. So, dann haben wir hier. Das Mädchensachen. Fruits Baskets, da kann man wohl Früchte reinpacken. Ich denke mal, es ist sowas. Keine Ahnung. Ja, es sieht aus wie ein Portemonnaie. Ja, ein bisschen schon, ne? Wahrscheinlich ist es das. Haben wir hier ein Anhänger von. Ich sag nee, das ist Diddle. Das sah ein bisschen aus wie Diddle. Sailor Moon. Sailor Moon! Bei der Kraft des Mondes bekommen wir. So. GG, Lucky. Da scheint aber, da ist noch was Größeres drin. Da ist noch was. Ich find's toll, wie auf dem Lucky Bag. Oh. Ich kenne den Anime nicht. Aber es sind Ohrringe, glaube ich, ne? Ich hab Ohrringe. Also ich hab ein Ohrloch. Jetzt, ist das ein T-Shirt? Oh, bitte, das musst du anziehen nachher. Oh, bitte nicht. Ist es Black Butler? Ich weiß es nicht. Ich kenne den eigentlich, ich habe Black Butler nicht gesehen. Tut mir leid. So, aber da ist noch was drin. Was zu fressen? Ja, nice. Denn. Nochmal dieselbe? Nein, das habe ich schon getroffen. Achso, wieder raus. Dann ist hier. Mein T-Shirt. Oh, die kenne ich, die ist auf Death Note. Und davon sind mehrere da anscheinend. Okay, mal zeigen. Sephiroth, das ist ziemlich nice, Sephiroth. Death Note, ich habe gerade den Namen vergessen. Cupcake und Leon, es ist Leon. Kenne ich zwar nur aus Kingdom Hearts, ist aus Final Fantasy, aber es ist Leon. Aber zwei Sachen sind noch drin. Oh. Die beiden Sachen. Das ist eine Katze. Warte, ich schmeiß mal die linke Hand weg. Das hier ist pinker Scheißhaufen. Nice. Wer will ihn nicht? Und eine Katze. Das letzte? Ist das ein Spiegel? Ich glaube, es ist ein Spiegel. So ein Handspiegel, weißt du? Oder ist ein Foto? Bitte sag, was ist ein Spiegel für dein Make-up? Bitte nicht, das ist einer. Alter, ich bekomme den irgendwie da. Ja! Yay! Hi. Also, wir haben Braunzeug. Nur diese Assassin's Creed Sache ist richtig geil, finde ich. Das ist schon geil. Das ist Ezio, ne? Das ist 20 Euro. Nice. Es war ein kleines Zwischendurch-Unboxing. Wir gehen jetzt weiter. Noch abschließende Worte von der Crew. Der trägt sich jetzt so. Ja. Ich hab das, warte. Gut. Alles klar, wir haben uns doch Lucky Box gekauft. Mach mal lauter. Warte, nochmal, mach mal lauter. So lauter sprechen? Ja. Oder ich mach doch so. Das sehen wir auch so ein bisschen. Also, ich habe mir die Lucky Box gekauft. Hier auf der Gamescom. Und wir machen die jetzt einmal auf und gucken, was für das. Jetzt 35 Euro kostet. Von Overwatch. Nice. Oh. Einen Reinhardt-Becher. Das ist neat. Das ist ziemlich neat. Eine. Ich glaube, denk mal Zelda-Chest. Aus dem ersten Zelda. Ja. Da. Ein Rubin. Ein roter Rubin. Und ja, das ist ein roter Rubin. Aber trotzdem ziemlich nice. Ein roter Rubin aus Zelda. Was? Zelda. Zelda. Ich dachte, es war Pixel jetzt. So, dann haben wir hier noch Fake-Tattoos. Ja,
Mortal Instruments, City of Bones, ich glaube, das ist ein Film. Hab ich nicht gesehen, aber nice. What the hell? Ein Stormtrooper zum Zusammenbasteln. Ja, nice. Der 12 Inches tall ist. Weiß nicht, wie groß das ist, aber es scheint groß zu sein. Gigisch. Was ist das denn? Ich glaube, es ist ein Portal-Schal. Sehr lustig. Mach mal auf. Oder? Was steht denn da drauf? Wildes Sieg United. Wildes Sieg United. Ich glaube, es ist entweder wieder Minecraft. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Aber es ist ein Schal. Ist jetzt im Sommer vielleicht nicht ganz so gut, aber das ist normal. Also, das war's. Mehr haben wir nicht. Aber Heiner ist auf alle Fälle in der Klasse. Und Reinhard auch. Und das Buch freue ich mich eigentlich auch drüber. Ich meine, das ist ziemlich teuer im Laden. Ja, das war die Lucky Box. Und wir gehen jetzt weiter ein bisschen rumgucken auf der Gamescom. Wobei. Aufgenommen, jetzt nehme ich auf. Ich hab Tor. Das ist die Sonne. Wir sind im Partnerlook jetzt. Ja, stimmt. Jetzt habe ich in die Sonne gesucht. Jetzt seid ihr alle drin. Ja, ich kann sehen, weil. Guck doch mal dein T-Shirt an. Dann sehen die, dass wir voll. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen könnt. Ich denke mal schon. Was kannst du machen? Da. Ich weiß gar nicht. Das ist natürlich Spiegel. Wir sind durchgehend zu leise. Ja, habe ich auch immer das Gefühl. Wir müssen lauter sprechen. Richtig Speak-up, also wir haben jetzt dieselben T-Shirts an. Ja, und was steht hinten drauf? Hinten steht drauf, ich muss mal wieder das Ding sehen. Hinten steht drauf, Gamers Don't Die, Re-Respawn. Und das haben wir vom... Das haben wir von... Gigabyte. Steht das drauf? Nein, steht hier drauf. Gigabyte habe ich. Das hast du von diesem von diesem Typen da? Ja, das war ein Moderator von denen, ja. Ich hab das von Tinendo. Ja, er hat's gefangen, der Bastard. Von Tinendo. Oh. Ja, er hat's berührt. Ich kann sie wieder waschen. Lieber Gary, ich talk das gerade über mein anderes T-Shirt. Mir wird voll warm, weil wie ihr sehen könnt, ist die Sonne schon am Strahlen. Es ist gerade, wie spät haben wir es? Es ist 18 Uhr. 18 Uhr. Warte, wir haben hier doch ein Handy. Ja, mein. Das ist gerade vibriert, aber heftig. Ja. Ah, wegen den. ja, 18 Uhr. Ich kann's nicht sehen. Da ist die Lucky Box. 18:40. Und zeig ihnen, was du verkaufen willst. Ach, ich weiß nicht. Das haben wir doch schon. Ja, sie haben es schon gesehen, aber sie wissen nicht, dass es scheiße ist. Das Ding, falls es jemand haben will, falls es jetzt nicht auf der Gamescom verhökert. Schreibt uns eine PN. Sollen wir das, falls ich es irgendwie schaffe, nächste Woche, für uns ist alles jetzt so, morgen wird Challenge-Tag. Oh nein, diese Challenge habe ich keinen Bock drauf. Aber für Sex. Machen wir die Challenge. Jeder, der ein Free-Hug-Schild hat und den wir erkennen, der wird umarmt. Und ich muss versuchen, dieses Teil hier loszuwerden auf der Messe. Das ist noch eine zusätzliche Challenge für mich. Irgendwie glaube ich, dass die Scheiße da jetzt so laut ist, dass man uns wahrscheinlich gar nicht hört. Also ich werde das morgen los, hoffe ich zumindest. Und wir hoffen, wir bekommen das aufs Video. Ja. Und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich. Falls heute nicht noch was kommt. Wir sehen gleich noch den Kölner Dom. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Und die Challenge für morgen, die habe ich schon abgebrochen, weil hinter dem Baum, das ihr mal selber sehen, sind die Personen, von denen ich jetzt da hinten, sieht man die? Die stehen hinterm Baum, falls man sieht. Die Personen, die dahinter sind,
Weil an den habe ich jetzt unser rosa Stifthalter oder was auch immer das ist. Ja, hat er einfach jetzt abgegeben. Was machst du? Ich lehne mich hier rüber. Ich hoffe, ich habe das, falls man das nicht gehört hat, ich habe meine Wertsachen weg, losgeworden. Ich bin die losgeworden. Geh mal bitte links. Und bei uns ist einfach, dass es nicht so welche Straßen gibt, wo man entlang gehen kann einfach. Ganz gechillt. Oder wir haben noch keine gesehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Was heißt zurück? Wir gehen zum Kölner Hauptbahnhof bzw. Dom. So. Ich war jetzt auf dem Weg zurück zu Philipp. Er ist ja leider nicht mitgekommen. Ich bin jetzt gerade in Düsseldorf und Mann, ist das so ein Scheiße und das Licht gerade auch. Ich penne ja nicht bei Maurice, René und Tobi. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt unbedingt nicht so sage. Ich weiß nicht, ob die anderen das schon erwähnt haben. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt zu Philipp. Den könnt ihr gleich auch noch im Vlog sehen. Den Tag bewerte ich als relativ positiv, also wir haben viel erlebt. Virtual Reality, wie ihr auch sehen konntet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Philipp. So, wir sind jetzt bei Philipp angekommen. Wir gucken jetzt erstmal ein paar animierte Videos auf einem Format, was uns ziemlich unbekannt erscheint. Da seht ihr es. Oben sehen wir einen Link. Bitte ändere das hier jetzt, Maurice. Das wäre ziemlich cool, weil ich gerade. Der Denker. Oh, wir machen jetzt schon wieder ein 100 Euro Giveaway. So, der glückliche Gewinner erhält 5 von denen hier. Yo! Sag erst mal dein Pokémon hier. Ist das nicht schräg? Ja, so. Pretty neat, isn't it?
Green, Green. Ah, jetzt, ich hab einen bekommen. Okay. Ich stelle den bei meiner Elbe nochmal. Oh. Boah, voll die Schwachen, ich bin gerade erstmal Level 12. Ich bin Level 20. Nice, aber. Ein Stein. Und ein Magma. Du hast einen Stein? Ja, ich hab einen Stein. Bei mir ist das schönste Team, was wir hier haben. Okay. Guck mal, das ist mein. Hier ist ein Pokestop, aber. Was meinst du? Ich hab auch noch ziemlich schwach, aber. Kein Mensch mehr. Was? Achso, ja. Oh. Das ist okay. Das ist okay. Okay, das war's mit der Gamescom. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog. Wir sind gerade bei René noch im Zimmer. Und dann packen wir uns so ein Schönes. Und jetzt gibt's eine Roomtour. Und ich habe ein geiles Bild gekauft. Mit das ist 3D-Effekt. Sieht man das? Ja, man sieht das. Geil. Krass. Ja. Ich hab Platz oh, Kinder. Der Kingdom Key. Ja, wir fahren jetzt zurück nach, nicht Hamburg, aber wir fahren jetzt zurück und sind am Montag wieder in Hamburg. Und irgendwelche abschließenden Worte zu Gamescom? Ich möchte gerne die Moderation machen. Okay, okay, meine. Das ist voll das Schatz. Geil.